Hallo, heute ein Beitrag von Horst Lüning zum Thema Renten. Viel Spaß! Sie erinnern sich an Norbert Blüm? Er sagte im CDU-Wahlkampf 1986, die Rente ist sicher. Und das ist ein geflügeltes Wort geworden. Und man kann heute nur sagen, Edge, reingefallen. Politiker geglaubt. Nun gut, das war damals im Wahlkampf auch schon nicht richtig. Und schon 1981 hat das Statistische Bundesamt die Bevölkerungsentwicklung Deutschlands entsprechend vorhergesagt. Dennoch, am 10. Oktober 1997 hat Norbert Blüm diese Aussage in einer hitzigen Diskussion im Bundestag erneut wiederholt. War auch nicht richtiger. Und warum? Weil man nichts besser vorhersagen kann als die Bevölkerungsentwicklung einer Population, sei es hier in Deutschland, sei es der gesamten Weltbevölkerung. Und zwar, ja, es gilt im Kleinen genauso wie im Großen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, alle Kriege, die da stattfanden, sei es auch der unsägliche Vietnamkrieg, waren in der Bevölkerungsentwicklung nur ganz kleiner Zucker. Also es liegt einzig und allein daran, wie viele Kinder gibt es und wie alt werden die. Das ist die große Frage und das lässt sich relativ gut vorhersagen. Nun, die Deutschen wurden immer älter und entsprechend des zunehmenden Wohlstands nahm die Kinderanzahl ab. Das ist ein wohl Naturgesetz beim Homo sapiens, sieben auf der ganzen Welt. Peak Child ist erreicht und unser Bevölkerungswachstum geht nicht mehr unendlich weiter. Die UNO geht von 8,6, 9,6, 9,8 Milliarden Menschen auf der Welt im Peak 2050 aus. Nun, unser Rentensystem ist ein Umlagesystem. Das heißt, wir leben von der Hand in den Mund. Was der eine arbeitet, frisst der andere auf. Und man konnte also schon im Jahr 1980 dieses Versagen des Rentensystems vorhersehen. Zahlen lügen nicht. Wer also hier der Wissenschaft folgt, und es gibt Leute, die haben sich ewig darüber informiert. Ich hatte mich, weil das für mich vollkommen logisch war, 1986 mit Beginn meiner Selbstständigkeit aus der Rentenversicherung verabschiedet und habe da nicht mehr eingezahlt. Nun gut, zwischendrin habe ich nochmal einzahlen müssen, weil ich als leitender Angestellter von einem IT-Outsourcer, dem größten damals der Welt, tatsächlich immer noch rentenversicherungspflichtig war. Aber ich habe genau gewusst, dass ich dieses Geld nicht zurückbekomme und habe meine Gehälter entsprechend verhandelt. So. Wie hoch sind meine Ansprüche in die Rentenversicherung? Vollkommen egal. Game over. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute will ich Ihnen mal den Abend so richtig versauen. Also, wenn Sie noch was vorhaben, jetzt nicht schauen, schalten Sie später ein damit. Also, was jetzt kommt, wird Ihnen den Abend, die ganze Woche, Ihnen versauen. Bis das, was ich jetzt hier zu Papier gebracht habe, bei mir nicht mehr zu schlaflosen Nächten geführt hat, hat es ein Weilchen gedauert. Nun gut, da hilft auch kein Whisky hier, wie von whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky. Nee. Hilft da auch nicht. Sie sind auch selbstständig. Sie zahlen 18,6% von Ihrem Einkommen für die Rentenversicherung. Nein, die eine Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Nein, das ist falsch. Der Arbeitgeber zahlt dieses Geld nicht, wenn Sie nicht bei ihm beschäftigt sind. Dieses Geld, was der Arbeitgeber in die Rentenversicherung einbezahlt, haben Sie mitverdient. Es wird nur per Augenwischerei als Arbeitgeberanteil Ihnen verkauft. Hier habe ich mal ein Video gedreht, wo ich dann die ganzen Steueranteile anhand des Inhalts einer Whiskyflasche ausrechne. Da wird Ihnen schlecht, ne? Da bleibt nichts übrig. Noch schlimmer, als Sie sich jetzt vorstellen. Wirklich, noch schlimmer. So, bis 2030 soll der Rentenversicherungsbeitrag auf knapp unter 20% steigen. Die 20% hat man sich so als Limit genommen. Mehr will man populistisch den Menschen hier nicht zumuten. Aber es wird ja schon bereits viel, viel mehr bezahlt. Und zwar zahlt der Staat
rund 100 Milliarden dieses Jahr in die Rentenkasse ein. Letztes Jahr waren es knapp 100 Milliarden, dieses Jahr werden es 100 Milliarden an Zuschüssen sein. Und zwar von wem? Von den Steuern der Mittelschicht. Ihnen. Ja, von den Superreichen? Nein, warum nicht? Die versteuern nicht in Deutschland. Also hier den Groll von den Linken immer auf die Superreichen in Deutschland zu schieben, ist falscher als falsch. Sie malen die großen Reichen an die Wand, die versteuern sowieso nicht hier und treffen immer den Mittelstand. Und wenn Sie als Mittelstand linke Gedanken haben, vergessen Sie es. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Ja, also Sie als Mittelstand zahlen dann die Rente aus Ihren Steuern. So, 2017, neuere Zahlen habe ich leider nicht gefunden, liefen 286 Milliarden durch die Rentenversicherung. Nun, das weiß ich jetzt nicht, ob das Input oder Output ist, denn da bleiben, ich weiß nicht, 7-8% im System hängen, was ich für eine Menge halte. Und lassen Sie es heute 300 Milliarden sein, schließlich ist ein gewisses Wachstum noch dabei gewesen, dann schießt der Staat heute schon 33% zur Rente zu. Das ist bei weitem kein Umlagesystem mehr. Ne? Die Rente ist vom Prinzip her, vom demografischen Prinzip her tot. Sie müssten heute, wenn man es umrechnet, bereits 25% in die Rentenversicherung einbezahlen. Wenn die fette Rezession kommt, und da sind sich eigentlich mittlerweile alle einig, dass sie kommt, dann wird das auch nicht reichen, denn die Rentner wollen ja weiter ihr Geld. Und immer weniger haben dann eine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit schnellt auf 10-20% hoch. Jo, wo soll das Geld herkommen? Der Staat wird drucken. Ne? Tja, bislang hat es keine Rentenkürzung gegeben. Aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwann auch über Rentenkürzungen nachdenken müssen. Ja, schlimme Geschichte. Jetzt fangen Sie nicht an und packen hier den Nationalismus aus und sagen, es sind so viele Fremde in die Rentenversicherung eingewandert, wenn die nicht gekommen wären, würde das alles noch reichen? Pfeifendeckel. Natürlich sind eine Menge reingekommen. Wir haben die Ansprüche der DDR mit übernommen, obwohl das Volksvermögen des sozialistischen Einheitsstaats mit 1 Billion angesetzt wurde und doch eher in Richtung Null tendierte. Russlanddeutsche in einem beständigen Zustrom, ja, wir haben Vergangenheiten an dieser Stelle zu bewältigen und so weiter und so fort. Ohne sie wäre die Unterdeckung der Rentenversicherung nicht so schlimm geworden. Aber sie wäre dennoch unterdeckt, weil halt die Demografie so dagegen spricht. Ne? Aber den Kohl, ja nicht den Helmut Kohl, den Kohlfett macht das nicht. Ne? So, wie viel bezahlt die Rentenversicherung denn im Moment aus? Nun, 47% des durchschnittlichen Einkommens. Ist also nicht mehr so wirklich viel. Als ich jung war, sprach man noch von 68%. Und mittlerweile spricht man schon, dass dieser Wert sinken muss. Und zwar in der Regel nicht für die Alten, weil die so einen Bestandsschutz haben, sondern für die, die neu in die Rente eintreten. Für die wird dann abgesenkt. Ne? Auch eine tolle Sauerei. So. Schon damals bei den 68% wurde das permanent weniger und man sollte sich deshalb zusätzlich versichern. Und da kam die Finanzindustrie sofort Gewehr bei Fuß und bot einem die kapitalbildende Lebensversicherung an. Lebensversicherung, toll. Lebensversicherung hatte Hochkonjunktur. Und da gab es immer so den Spruch, wir möchten gerne die Lebensversicherung an Sie persönlich auszahlen. Das war der Spruch und eigentlich müsste man ja so eine Versicherung eine Sterbeversicherung nennen. Wenn Sie sterben, wird ein Versicherungsbetrag ausbezahlt. Mit negativen Dingen macht man keine tollen Geschäfte, also hat man das Ding Lebensversicherung genannt und das unterfüttert dann mit einem Kapitalanteil. Ja, wie hoch ist nun der Versicherungscharakter? Nun, wer mal einen Bausparvertrag gehabt hat, für den muss man zwingend eine Risikolebensversicherung abschließen. Das heißt, diese Risikolebensversicherung ist die echte Sterbeversicherung, wo es um nichts anderes geht, als dass Sie sterben und dann im Prinzip Ihre Schuld, die Sie bei irgendeiner Bank haben, aus dieser Versicherung heraus beglichen wird. Diese Beiträge sind, ich sag mal, 10, 15, 20 Euro im Monat, wenn Sie noch im jüngeren Alter sind. Wie gesagt, die Sterbetafeln, die Statistik sagt ziemlich genau, was da abgeht, wie viele Leute sterben.
Und damit ist dieser Risikoanteil in diese Lebensversicherung minimal. Was dort an hohen Beiträgen bezahlt wird, ist alles kapitalbildend. Beziehungsweise, wie wir heute lernen werden, nicht kapitalbildend. So, ich habe ein Video über die Lebensversicherung im Oktober 2012 gedreht. Da habe ich einen schönen Vergleich rausgezogen gehabt. Und zwar ist da jemand hingegangen und hat mal gerechnet, wenn man 1926, also vor der Weltwirtschaftskrise, vor dem Riesencrash, einen Dollar eingelegt hat in Staatspapiere in USA und hat das durchverzinst bis zum Jahr 2000. Dann hat man wie viel aus diesem Dollar herausbekommen, wenn man die Inflation abzieht? Ja, jetzt kommt es mit Josefs Pfennig und das geht so rauf und exponentiell und so weiter. Nee, die Zinsen, die der Staat zahlt, sind minimal. Die sind ja sicher. Oh. 1,71 Dollar pro eingelegten Dollar hat man rausgekommen. 71% in 74 Jahren. Das ist eine, Entschuldigung, Scheißverzinsung. Kann man nicht anders sagen. Hätte man dieses Geld an der Börse investiert und hätte nun die Börsenkurse mitgefahren, die Dividenden mit eingesackt, hätte allerdings die Inflation wieder abgezogen, wären dabei 266 Dollar rausgekommen. Das nenne ich meine Verzinsung, ne? Und hier sieht man also, wie schlecht die Verzinsung von den Staaten ist. Deutschland ist da nicht anders. Und jetzt kommen wir zur Lebensversicherung zurück. Die Lebensversicherung müssen nämlich 60% ihres Geldes in sogenannte mündelsichere Anlagen festlegen. Und das sind Staatsanleihen. So, diese Staatsanleihen haben also in den letzten 74 Jahren 71% gebracht. Also da kommt null rüber und die Lebensversicherungen haben jetzt also praktisch vom Staat den Auftrag bekommen, sammelt das Geld ein für die zusätzliche Altersversorgung, gibt das Geld aber über Staatsanleihen an mich. Und dann musst du bitte irgendwo an der Börse oder sonst wo mit den restlichen 40% so rumspekulieren, dass du dann entsprechend deinen Bürgern noch was oder deinen Kunden noch etwas auszahlen kannst. Da gibt es also den Garantiezins, der orientiert sich am Leitzins. Weiß ich jetzt nicht, aber es gibt einen festen Zusammenhang und ist aber zeitlich versetzt. Und die Überschussbeteiligung, nun, die können Sie sowieso kneifen, da gibt es nichts mehr. Ne? Warum? Nun, wir haben 700 Milliarden, oder im Jahr 2012 hatten wir 700 Milliarden angespartes Kapital in den Lebensversicherungen drin. Und eine versprochene Auszahlung von 2.100 Milliarden, also ungefähr dem Dreifachen, 2,1 Billionen. Und wenn wir jetzt einen Zins von Null haben, beziehungsweise negativ, dann bringst du das nicht mehr raus. Und die 0,9% Mindestverzinsung oder Garantiezinsen der Lebensversicherung liegt oberhalb der Staatsanleihen. Das heißt, die Lebensversicherung kann den nicht erwirtschaften und wird an ihrem Eigenkapital knabbern und verlieren. Und an Überschüsse ist überhaupt nicht zu denken. Nun gibt es da noch einen kleinen, ja, die deutschen Staatsanleihen sind jetzt bis zu 30 Jahre negativ. Das heißt, sie bekommen weniger raus, wenn sie dem Staat das Geld leihen. Wer macht denn das? Jo, auch da gibt es Tricks, wie man gewisse Finanzinstitute so verhaftet hat, dass die Staatsanleihen nehmen müssen. So wie zum Beispiel Lebensversicherungen, die jetzt Staatsanleihen nehmen müssen, auch mit negativem Zinssatz. 60% mündelsicher. Und was machen sie dann? Nun, dann gehen sie nach Griechenland. Dann nehmen wir Griechenland und deswegen muss Griechenland gerettet werden. Gut, damals hat es einen Schuldenschnitt von 40% gegeben, der vor allem die Lebensversicherung getroffen hat. Das war, also da wurden die Weitwund geschossen. Und Griechenland, die Schulden steigen weiter, die sind alles andere als über dem Berg, das BIP sinkt weiter in Griechenland. Also da ist nichts in Sicht. Und dennoch sind die griechischen Staatsanleihen kürzer laufend jetzt mit negativem Zins. Warum? Nun, whatever it takes, Herr Draghi, der kauft diese Staatsanleihen. So, hier haben wir einen Zirkelschluss, das ist nicht nur ein Nullsummenspiel, das ist ein Minusspiel. Da wird also Geld von allen möglichen Beteiligten verbraucht und das alles auf dem Rücken ihrer Lebensversicherung.
Und jetzt kann man sagen, Lebensversicherung ist ja nicht so wichtig. Oh, hoppla, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Lebensversicherung haben, ist sehr, sehr hoch. Es gibt ungefähr 1,7 Lebensversicherungsverträge pro Haushalt. Ja, da hat man einen abgeschlossen, da hat man irgendwann ein bisschen mehr Geld gehabt, da hat man noch einen abgeschlossen, da ist der andere ausgelaufen, hat man vorne wieder angefangen. Und so, der Deutsche war ein Lebensversicherungssparer. Ja, Versicherungsmentalität ist dem Deutschen in die Wiege bzw. in die Schule gelegt. So, der Staat weiß das und hat ein Gesetz gemacht für die Lebensversicherungen. Jetzt haben Sie zwei Lebensversicherungsverträge. Einen, der ist schon relativ lang und einen, der ist ganz kurz am Laufen. Jetzt kommt Ihre Lebensversicherung in Schieflage und kann sie jetzt nicht ausbezahlen. Dumm gelaufen. Dann wird sie gerettet von irgend so einem Protektorfonds oder wie immer das bei der Lebensversicherung heißt. Wenn aber mehrere Lebensversicherungen das Zeitliche segnen und die Zeichen stehen auf Sturm, dann werden diese Fonds, diese Sicherungsfonds nicht ausreichen und dann werden sie weniger kriegen, wenn überhaupt. Und die Versicherungen, die nachkommen, sagen so, oh, jetzt ist da schon so schlecht, jetzt kündige ich die und so. Nein, sie müssen weiter bezahlen. Denn das Überleben der Versicherung ist das höchste Gut an dieser Stelle. Und sie müssen ihren frischen Vertrag, der noch gar nicht so lange drin ist, den sie noch 8 Jahre bezahlen müssen oder wie auch immer, wie lange, den müssen sie weiter bezahlen, auch wenn sie für den alten Vertrag nichts bekommen. So steht es im Gesetz. Aktuell ist es so, wenn Sie eine Versicherung zurückkaufen, so muss die Versicherung Ihnen noch mindestens 50% geben. Das steht im Vertrag drin. Ich will Ihnen hier keine Anlageberatung geben, machen. Sie müssen, sind höchstpersönlich selbst für Ihr Geld verantwortlich. Aber wie wir an einem späteren Beispiel sehen werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie verlieren werden, vergleichsweise hoch, dass das Geld jetzt mit 50% abzuholen, vermutlich sinnvoller ist, als es da drin zu lassen. Meine höchstpersönliche Meinung muss nicht Ihre sein. Denken Sie mal drüber nach, verfolgen Sie mal, ja, nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen und Nachrichten und auch nicht die Qualitätsmedien. Nein, alternative Medien. Horchen Sie mal ein bisschen ins Netz und schauen sich da mal an. Ich habe da leicht reden, weil ich nie im Leben in eine Lebensversicherung einbezahlt habe. Wie gesagt, ich habe eine Risikolebensversicherung gehabt, wo ich 10, 15 Euro im Monat bezahlt habe. Aber ich habe nie eine kapitalbildende Lebensversicherung gehabt. Das war mir vom ersten Tag an zwider. Das konnte nichts werden. Das war, wenn man ein bisschen langfristiger denkt, erkennt man die Problematiken in diesen Systemen. Und es hocken da Leute in Glaspalästen mit Hochflur, Teppichboden, die ihr Geld von links nach rechts drehen und von rechts nach links drehen. Das heißt, da sitzen jede Menge Leute zwischen Ihnen und dem Geld. Und das Geld, was Sie anlegen, legen Sie noch beim Staat an. Mit zur schlechten Rendite. Das kann nicht funktionieren. Oder müssen es dort anlegen. Es kann nicht funktionieren. Es geht daneben. Die ersten Lebensversicherungen sind jetzt schon unter der Aufsicht von der BaFin. Sieht nicht so gut aus. Und die negative Zinskurve, also das für frische, sagen wir mal, die Negativzinsen als Ganzes, nicht die negative Zinskurve, die negativen Zinsen als Ganzes zeigen also hier die völlig falsche Richtung und bedeuten jetzt nicht nur das Verderben der Banken. Hier habe ich mal ein Video über die Pleite der kommenden Banken oder die kommende Bankenpleite gedreht, wo es halt um diese Negativzinsen geht, die die Rendite der Banken verhindert. Und das Identische passiert jetzt an dieser Stelle mit den Renditen der Lebensversicherung, die Ihnen das nicht ausbezahlen können. Die haben hohe Kosten, auch Gewinne und Boni werden sowieso bezahlt, dass für Sie als Kunden der Lebensversicherung an dieser Stelle ziemlich wenig überbleiben wird. Das ganze Ding läuft weiter wie ein Schneeballsystem. Und warum? Nun, weil die EZB die Länder, von denen die Anleihen gekauft werden, retten wird. Das ist es. Aber dennoch sind auch die Zinsen, die aus Griechenland bezahlt werden, negativ. Das heißt, die Lebensversicherung kann nichts mehr verdienen und hat nun alles, was sie an Gewinnen produziert hat, aus Aktien und Derivaten bezogen. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir in die Bäs kommen, over the top sind, die Rezession. Wir sind in Deutschland faktisch in der Rezession, bloß die offizielle Zahl ist noch nicht da. 2 Quartale nacheinander mit Schrumpfung.
Hier habe ich das Video über die Rezession für Sie. Schauen Sie unten in der Beschreibung, da ist das verlinkt. Dann werden diese Aktiengewinne von den Banken, von den Versicherungen, die nicht besser picken als Sie, oh nein, werden zu Verlusten führen und dann steht es bei den Versicherungen massiv an und dann bedeutet es auch für die Lebensversicherung Game Over. Tja, also neben Ihrer Rentenversicherung ist auch Ihre Lebensversicherung wackelig. Und jetzt habe ich mal so 90% aller Bürger gerade hier abgewatscht und erwischt. Nein, 90% sind zu viel. Wir haben ja noch die Beamten. Zu denen kommen wir später. Auch da schaut es nicht rosig aus. Sie haben aber eine betriebliche Altersversorgung. Da haben Sie sich eine Firma gesucht, die das bietet. Wunderbar. Und diese betriebliche Altersversorgung wird von den Konzernen, ja, da gibt es ein Extra-Wurst, wie immer für die Konzerne, selbst gemacht. Und vom Klein- und Mittelstand, die haben sich Pensionskassen angeschlossen. Und irgendwann 2012, 2013 hat man da eine größere Kampagne gemacht, ein Gesetz gemacht, dass also der Arbeitgeber den Mitarbeiter da beraten muss. Wir haben da Beratungsrunden gemacht, da gibt es also Protokolle von, also niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Weil wenn man das nicht tut, ist man ja als Unternehmer wieder haftungspflichtig und muss hier bezahlen. Tja, dabei sind wir ja Familie Lüning privat, zumindest mal theoretisch, haarscharf an der Pleite vorbeigerutscht mit diesen Pensionskassen. Lassen Sie sich mal erklären, wie das funktioniert. Es gab vier Arten der betrieblichen Altersvorsorge. Das erste war die Lebensversicherung, und zwar die sogenannte Direktversicherung, die steuerlich begünstigt ist. Dann gibt es die Pensionskassen, und die haben nicht nur jetzt die Pensionsfonds, sondern auch Alterssicherungs- oder Fonds drin. Und dann noch eine vierte, die habe ich in der Schnelligkeit jetzt vergessen. Ich habe mir alle vier Sorten einzeln ganz genau durchgelesen und bin in dem gesamten Gesetz hängen geblieben an einem Wort, das hieß Nachschusspflicht. Boah, was ist das? Das ist was Komisches. Und die einzige Form der betrieblichen Altersvorsorge, die keine Nachschusspflicht enthielt, war die Direktversicherung. Und die wurde bei uns in der Firma von dem einen oder anderen, von der einen anderen, dann auch abgeschlossen. Aber die anderen bedürfen der Zustimmung des Unternehmens. Und die Nachschusspflicht bedeutet, wenn diese Pensionskasse, dieser Pensionsfonds oder die Alterssicherungsfonds, wenn die notleidend werden, also nicht ausbezahlen können, was versprochen wurde, dann muss der Unternehmer nachschießen. Und zwar später. Das sieht anfangs ganz toll aus. Sie führen für die Mitarbeiter jeden Monat so und so viel ab. Alles prima. Und auf einmal kommt dieser Fonds oder diese Rentenkasse, Pensionskasse, in Schieflage, kann es nicht mehr erwirtschaften und dann stehen sie bei Ihnen vor der Tür und sagen, Sie müssen jetzt nachschießen. Das ist wie eine Spekulation mit Hebel. Wenn Sie da verlieren, müssen Sie auch nachschießen. So, und wie viel muss man jetzt nachschießen? Das ist ja die Frage. Nun, das ist ungewiss. Nun kam also diese Mitarbeiterin mit diesem Fonds zu mir, zu dieser Pensionskasse. Die hat eine ausgesucht. Da schließen sie sich an. Und diese Unternehmeraufgabe. Ne? Und die Mitarbeiterin sagte, das ist die beste, habe ich ausgesucht. Und so, also es ist nicht die Wahl des Mitarbeiters, sich zu entscheiden, sondern die Wahl des Unternehmers, sich zu entscheiden, wo man sich mit anschließt. Wenn nun so eine Pensionskasse über den Jordan ging, und damals war whisky.de, Versender für hochwertigen Whisky in Deutschland, noch als The Whisky Store, als Einzelunternehmen meiner Frau unterwegs, und sie hätte mit Privatvermögen in diese Pensionsfonds bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einbezahlen müssen. Dass wir damit, und dann hätte sicherlich nicht ein Mitarbeiter von uns, sondern wahrscheinlich 10 Mitarbeiter von uns oder 15 Mitarbeiter von uns sich da angeschlossen, und dann hätten wir oder meine Frau privat bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nachschusspflichtig in diese Pensionskasse einbezahlt. Brutal. Also das war, hätte man da einfach gesagt, oh ja, machen alle, prima, unterschreibe ich. Wir wären, Entschuldigung, im Arsch gewesen.
Altersarmut für den Unternehmer. Also wie man 3 von 4 dieser Formen mit solchen Klauseln da verarzten kann. Und dann, wenn Sie mit so einem Pensionsfonds sprechen, der wird Ihnen diese Nachschusspflicht, also höchstens auf Nachfrage sagen, ne? Und das ist dann ja ein Vertrag zwischen Vollkaufleuten, Versicherung und dem Unternehmer. Und da ist nichts mit sagen, ich habe es nicht gewusst oder so und das Ding ist jetzt nichtig oder so. Nein, Sie haben als Unternehmer im vollen Besitz Ihrer geistigen Kräfte unterschrieben und sind fällig. Ist das jetzt so selten? Die ersten Fonds oder ersten Pensionskassen stehen unter der Aufsicht der BaFin und dürfen keine Neuabschlüsse mehr tätigen, weil sie mit den alten nicht zurechtkommen und sind jetzt auch nachschusspflichtig. Geht es da um viel Geld? Ja. Wir haben ungefähr 138, die Zahl habe ich also gefunden, vielleicht haben wir jetzt schon eine weniger, weil die dicht gemacht hat, oder eine mehr, nehme ich aber nicht an. 138 Pensionskassen, die also Pensionsfonds und diese Alterssicherungsfonds anbieten. Und die haben 3,7 Millionen Verträge draußen. Bei 40 Millionen Beschäftigten, Beschäftigungsverhältnissen, einige davon 10-15% in Teilzeit, haben wir rund 10% der Leute, die dort drin sind. Und in 2018 wurden in diese Fonds 7,3 Milliarden einbezahlt. In Summe haben die jetzt, ich sag mal, 40-50 Milliarden einbezahltes Geld drin und dürften jetzt auch schon den ersten was auszahlen. Und wer hätte das gedacht, also der negative Zins schlägt auch hier bei diesen Pensionskassen zu. Und sie dürfen eine Unterdeckung von 5-10% haben. Je nachdem, ob sie Fondscharakter oder Kassencharakter haben, 5-10% Unterdeckung dürfen sie haben. Und wenn sie darüber hinausfallen, dann kommt die BaFin und sagt, jetzt muss dabei etwas ändern. Je mehr Firmen jetzt in der Rezession pleite gehen, umso höher werden die Nachschusspflichten für die anderen Unternehmen in eben dieser Kasse drin sein. Das müssen wir ganz klar sagen. Die Rezession wird zur Pleite von den Zombie-Firmen führen und wird die Pensionslast auf die verbliebenen Unternehmen massiv erhöhen und wird dann den einen oder anderen auch in die Pleite führen. Ganz krasse Geschichte. Und irgendwann ist der Pensionsfonds dann wirklich zahlungsunfähig. Keiner kann mehr nachschieben. Und die, die unter Aufsicht sind, sind also schon im beginnenden Prozess. Und das sind jetzt noch nicht so viele. Es sind einige. Aber es ist noch nicht die Mehrheit. Aber wir sollten da ein bisschen drauf schauen, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Ähnlich ist es ja bei der Berufsgenossenschaft und so weiter. Und so Konkursausfallsgeldern und so. Da zahlen sie dann auch mehr als Unternehmen, wenn die Konkurrenz pleite geht. Ne? So, wer sind die Größten? Das ist der Versicherungsverein des Bankgewerbes mit Sitz in Berlin. Die haben die größte Bilanzsumme. Aha, Bankgewerbe. Da gerade geht es heftig zur Sache. Da wird es früh Pensionen jede Menge geben, vorzeitigen Ruhestand und dann werden diese Zahlungen an dieser Stelle auch fällig. Und mit der aktuellen Schieflage der Banken, ich habe mal hier über die Deutsche Bank und wie sie sterben wird und verstaatlicht werden wird, zusammen mit der Commerzbank, das werden somit die ersten, das werden die beiden, das sind ja die beiden Großen und die werden relativ früh, 2020, 2021 werden die verstaatlicht werden. Da wird es dann schwierig, wie diese kleinen Banken jetzt diese Pensionskasse hier füllen sollen, wenn die Großen ausfallen. Ne? Tja, ganz klar, der Steuerzahler wird es übernehmen, weil die Banken werden verstaatlicht und die Zahlungen dort wird der Steuerzahler mit übernehmen. Schon wieder Geld zu den Banken. Wer hätte das gedacht? Zweitgrößte mit der Anzahl oder nach der Anzahl der versicherten Personen ist die größte die Zusatzversorgungskasse, ZVK. Da sieht man, ZVK des Baugewerbes. So, jetzt kann man da sehen, dass also im Baugewerbe deutlich weniger verdient wird als bei den Banken, weil sie zwar nach Versicherten die Größten sind, aber nicht nach Bilanzsumme. Ne? Oder nicht Versicherten, Versorgten. Wenn der Bauboom jetzt dann zu Ende geht, die Anzahl an Baugenehmigungen sinkt schon, liegt aber meist daran, dass noch keine Grundstücke verfügbar sind. Wenn es aber jetzt zum Tod der ersten Zombie-Firmen kommt und die ersten Häuser per
Versteigerungen auf den Markt kommen, werden die Preise sinken im Immobilienmarkt, wird nicht mehr so viel neu gebaut werden, sondern gekauft werden. Da wird dann die Anzahl an Baubeschäftigten massiv zurückgehen und dann wird auch diese Zusatzversorgungskasse ganz schön in Schieflage geraten. Tja. Unsere Mitarbeiterin hat dann eine Direktversicherung abgeschlossen und tatsächlich hat sie sich vor ein, zwei, drei Jahren hat sie sich die mit Abschlägen ausbezahlen lassen und hat das Geld dann als Zuschuss zu ihrem Haus verwendet. Sie hat Geld dabei verloren, aber besser, man hat das Geld und weniger Schulden, als im Prinzip dieses Geld dann komplett bei der Pleite der Lebensversicherung zu verlieren. Okay, kein Problem für Sie. Sie sind bei einem Konzern beschäftigt. Der hat eine eigene Versorgung. Ja, nicht besser. Au contraire. Die Konzerne haben nämlich keine Pflicht wie die Pensionskassen, diese Gelder im Prinzip anzulegen. Oh, sie dürfen sie verwenden. Das ist für sie eine wahnsinnig billige Quelle des Eigenkapitals, für Eigenkapital oder für Eigenkapital-ähnliche Quellen, die sehr langfristig und sehr sicher sind. Ne? Die Quellen für Sie sind sicher. Die Auszahlung für Sie ist unsicher. Die Konzerne haben an dieser Stelle also diese Gelder verwendet und sie jetzt nicht in Form von Sondervermögen für die Mitarbeiter angelegt. Einige Konzerne sind da besser, andere Konzerne sind da schlechter. Und die kleinen und Mittelunternehmen, die mussten das natürlich abführen an irgendeinen Verwalter, der da Geld mit verdient. Und die Konzerne durften es behalten und durften damit selber ihr Geld verdienen. Ja, schon wieder die Schieflage zugunsten der Konzerne. Also an dieser Stelle, der Konzern darf das Geld selbst verwenden und der Bürger, der muss das Geld abliefern und die Versicherungen, die die Fonds auflegen oder die Fondsgesellschaften, die müssen das dann wegen der Mündelsicherheit in Staatspapieren anlegen. So, also der Bürger hin zum Staat, die Konzerne dürfen machen, was sie wollen. Ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Die ganz übliche Lobbygeschichte, die wir schon immer hier sehen. So, jetzt hat es einen großen Knall gegeben und zwar in den USA. General Electric, der ehemalige Mega-Überkonzern, wie ist der Herr, der den so hochgefahren hat, der Immelt, glaube ich. Der war sehr reformträge im Gegensatz zu Siemens. Siemens ist von den Medien massiv gescholten worden, weil sie sich von der Spalte getrennt haben. Das haben sie abgespalten und so weiter. General Electric hat das nicht gemacht. Und was ist ihnen passiert? Voll in die Miesen gefahren. Und jetzt steht es bei denen so an, dass sie ihre Pensionen nicht bezahlen können. Jetzt haben sie die laufenden Pensionen für die ehemaligen Mitarbeiter haben sie gekürzt. Und für die neuen betrieblichen Altersversorgungen haben sie die Quote massiv reduziert, weil sie es sonst nicht tragen können. Ein heftiger Schlag an die Mitarbeiter und ist krank. Okay, das ist USA, das ist nicht Deutschland, das ist in Deutschland alles viel... Nein, ist nicht viel besser. Nein, ganz anders. Wer ist an dieser Stelle der mit der größten Unterdeckung? Tipps dürfen abgegeben werden. Ja, die üblichen Verdächtigen. Es ist, nein, keine Bank, Volkswagen. Volkswagen hat eine Unterdeckung von 22 Milliarden. Das ist der Gewinn von 2 Jahren. Kann man sagen, nicht so schlimm. 2 Jahre Gewinn geht gut. Aber die Automobilindustrie hat einen Rückgang im Absatz von 20-25%. Bei denen ist die Rezession voll angekommen. Gewinnwarnungen von allen deutschen Autoherstellern sind draußen. Bei Volkswagen erwarte ich für den Winter die nächste Gewinnwarnung, wenn man sieht, wie schlecht das Sommergeschäft dann nun wirklich gelaufen ist. Und wie will Volkswagen diese 22 Milliarden jetzt verdienen, um das bezahlen zu können? Sehr groß schwierig, ne? Sehr große Schwierigkeit. Weitere Kandidaten in dieser Liste, die habe ich bei Friedrich und Weick, seinem neuesten Buch über der größte Crash aller Zeiten. Da lese ich gerade drin. Und da sind auch Siemens und BMW mit dabei. Nicht mit so riesigen Summen, aber doch schon im viele hundert Millionen bis Milliarden Bereich sind die damit drin. Tja, okay. Sie sind Beamte. Sie ficht das nicht an. Ja.
Auch hier schlechte Neuigkeiten. Schlechteste Neuigkeiten. Es ist für mich zu 90% sicher, dass der Euro die nächsten 3 Jahre nicht überleben wird. Es ist zu 95% für mich sicher, dass er die nächsten 5 Jahre nicht überleben wird. Und es ist zu 100% sicher, dass er die 10 Jahre nicht überleben wird. Was kommt danach? Was kommt danach? Die negativen Zinsen reißen die Länder auseinander und der Euro ist nicht ein verbindendes Element, sondern ist ein spaltendes Element. Er ist für uns zu billig und für die Südländer ist er zu teuer. Wir haben ein riesiges Transferprogramm zu den Südländern hin aufgelegt. Und was machen wir? Wir malochen wie die Blöden in den Nordländern, lassen uns Abzüge verordnen von oben bis zum Abwinken, haben das geringste Vermögen, ich meine ja, die Deutschen haben das geringste Vermögen in der Eurozone. Das geringste Vermögen, werkeln wie die Blöden im Hamsterrad. Und die Südländer haben die höheren Vermögen, deutlich höhere Vermögen als wir, weil denen die Häuser gehören, sie nicht zur Miete wohnen. Und zahlen an ihren Staat die Steuern nicht. Die Staaten sind marode bis zum geht nicht mehr, weil sie ihr Vermögen behalten und den Staat Staat sein lassen. Und wir finanzieren die große Politikkarawane, die da unten Unsinn macht, ne? So. Also verrückter kann die Welt nicht sein. Und deswegen wird es den Euro mittelfristig, kurz- bis mittelfristig auseinanderreißen. Und es wird natürlich eine Nachfolgewährung geben. Geld braucht man. Und es ist alles andere als sicher, dass die Pensionsansprüche der Beamten 1:1 in diese neue Währung übertragen werden. Und selbst wenn sie 1:1 übertragen werden, vorher wird eine heftige Inflation laufen, die den Euro dermaßen entwerten wird, dass also die Semmel für 5 Euro für mich nicht unwahrscheinlich klingt. Dass wir also hier Faktor 10 entwerten, bevor es kracht, ne? Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ob wir es uns dann leisten können, die Pensionsansprüche mit der Inflation steigen zu lassen, das glaube ich, werden es politisch nicht durchbringen. Dafür sind die Beamten zu wenige. Also auch hier, als Beamte sitzen sie nicht so sicher im Sattel, wie sich manche das vorstellen. Die meisten Beamten, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so verallgemeine, sie natürlich nicht. Die meisten Beamten ertragen dieses ganze Mobbing und diesen ganzen Schlendrian, der ihnen innerlich auch zwider ist, ertragen es, weil sie sagen, wir haben die beste Altersversorgung. Und dann beginnt das Leben. Ich kann Ihnen versichern, die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Leben beginnt, und zwar das schöne Leben beginnt, nicht so hoch, wie Sie sich das vorstellen. So, das gilt nicht nur für Beamte, sondern auch für den öffentlichen Dienst. Wissen Sie, warum es Hitler so leicht fiel, gegen die Juden vorzugehen? Ich habe mir da meine eigene Meinung in der Geschichte gemacht. Und zwar habe ich mich in meiner Familie mit den alten Menschen unterhalten. Die wissen wahnsinnig viel. Auf dieses Wissen muss man zugreifen. Für die Jüngeren unter Ihnen ist das jetzt schon abgehängt. Die gibt es nicht mehr oder fast nicht mehr. Also wenn Sie hier noch eine Oma im Alter von 85, 90, 95 haben, reden Sie mit ihr, unterhalten Sie sich mit ihr. Die haben das noch miterlebt. Da kann man wahnsinnig viel lernen, wie es war. Und die Verwandtschaft aus Bayern konnte da etwas erzählen, und zwar die damaligen Bauern vorm Krieg, 30er Jahre, waren bettelarm. Es lag zum Großteil daran, dass das Erbgesetz in Bayern eine permanente Teilung der Bauernhöfe, der Ländereien unter allen männlichen Erben, glaube ich, vorsah. Und ich glaube, erst mit den napoleonischen Reformen wurde das dann geändert, dass nur noch der älteste Sohn den Hof übertragen bekam. Und jedenfalls waren die Flächen und sind die Flächen in Bayern vergleichsweise klein. Sieht man sehr schön, wenn man mit dem Flugzeug über die Länder, über das Land fliegt. Und dann sieht man die kleinen Parzellen, die dort sind. Und kommt man dann in den Norden, wo diese Gesetze, Erbgesetze nicht in dieser Form waren, da sieht man riesige Felder. So, und die Bayern war deswegen arm. Und diese armen Bauern mussten, wenn die Ernte mal schlechter ausfiel, mussten Schulden aufnehmen. So, und diese Schulden nahmen sie beim Geldverleiher auf und es war meistens ein mehr oder weniger gieriger Herr mit jüdischem Glauben. Interpretieren Sie bei mir keinen Rassismus da rein.
dass vor allem die Juden im Geldumfeld tätig waren, liegt einzig und allein an dem, Entschuldigung, bescheuerten Verhalten der Kirchen, die eine uralte Überlieferung mit Geldverleihern im Tempel und so weiter so ausgelegt haben, dass Christen keine Geldgeschäfte machen dürfen, und dann blieben die Geldgeschäfte halt anderen Glaubensrichtungen über, und das waren halt die Juden. Und drum machten die Geldgeschäfte, weil die Katholiken das glaubenstechnisch nicht durften. So, natürlich gab es schon die ersten Abweichler und es gab schon andere Banken, aber in der Fläche fleißig Hacken krumm gelaufen, keine Konkurrenz, und schon sind die Zinsen hoch. Ne? So. Und da stand es für viele Kleinbauern wirklich spitz auf Knopf. Und es gab damals keine wirklichen Sozialkassen. Wenn einer pleite ging, dann saß er auf der Straße, dann war Hunger, Not und sehr, sehr oft auch Tod die Folge. So, und jetzt kommt ein Herr Hitler. Das ist keine Ehrbezeichnung, das war das Schimpfwort von Churchill. Da kommt ein Herr Hitler und geht nun gegen die Juden vor. Und an dieser Stelle wurden also die Schulden nicht von anderen Banken aufgenommen, sondern die Schulden entfielen. Und da haben die alle, nicht alle, viele, weggeschaut. Und drum konnte Hitler aus dem bayerischen Raum, aus dem süddeutschen Raum, wo diese kleinen teiligen Felder waren, konnte er im Prinzip aufsteigen. Einer von vielen Punkten, sicherlich nicht hundertprozentige Erklärung. Das war aber der Grund, warum ein Teil der Menschen weggeguckt hat. Es ging ja nicht um den Bauern, es ging um die Kinder, es ging um die Knechte, um die Mägde. Alle die, die in dem Umfeld waren und wussten, wenn der Bauer drauf geht, geh mit. So, und dann haben die weggeschaut. Und da sieht man, wie ja eine Bevölkerung, wenn es um die Wurst geht, wenn es ums Geld geht, dann ein Stück weit ja seine Menschlichkeit verliert. Das ist etwas, was man sehen muss. Und ginge man jetzt hin und rasiert die gesamte Bevölkerung über all die ausfallenden Lebensversicherungen, Pensionskassen, hast du nicht gesehen, und Inflation, und lässt das Geld aber volles Rohr bei den Beamten, dann wird man den Volkszorn nicht aufhalten können. Er wird sich entladen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Ne? Und zwar auf die aktuellen Machthaber, die aktuellen Eliten. Und was danach kommt, wollen sie nicht haben. Ne? Unsere Volksparteien spüren das bereits in ihren Wahlergebnissen. Die sind mittlerweile unter 50%, hauchdünne Mehrheit noch. Und werden die nächsten großen Wahlen nicht mehr gewinnen. Dann wird es so Regenbogenkoalitionen geben und dann fahren die weiter in den Dreck und so weiter. Aber so weit wird es nicht wirklich kommen, dass wir da nochmal eine Wahl kriegen oder so. Das wird vorher knallen. Und dann bekommen wir entweder als Folge einen Sozialismus, nein, wir werden einen Sozialismus bekommen und werden über Jahrzehnte wie die DDR von der Substanz leben. Warum? Es ist nämlich nichts da, weil unsere Alterssicherungssysteme alle versagt haben. Restlos. Es wird nichts da sein und wir werden von der Substanz leben. Und der Sozialismus kann relativ lange von der Substanz leben. Da gab es einen Wissenschaftler, der sagte, nach 70 Jahren musste der Kommunismus in der Sowjetunion ein Ende haben, weil das die typische Haltbarkeit der Immobilien war. Das war die große Substanz im Kommunismus, die alten Immobilien des Kaiserreichs. Und als die restlos weg waren und die Neuen das nicht ersetzen konnten, war der Druck so groß, dass das System kippen musste. Ne? Kommt jetzt ein Rechtspopulist, sieht es nur kurzfristig besser aus. Meistens geht es hier in eine nationale Form des Sozialismus über mit den Rechtspopulisten, weil die große Wählerschar natürlich die Rechten von unten sind, die nichts haben, die man um die Alterssicherung betrogen hat. So, und jetzt haben wir also auf der einen Seite die Chance für den internationalen Sozialismus und auf der anderen Seite die Chance für den nationalen Sozialismus. Die internationalen Sozialismus verteilen das Geld auf der gesamten Welt
Und die Nationalsozialisten verteilen das Geld unter ihresgleichen und lenken den Zorn auf andere Nationen, andere Bevölkerungsgruppen. Es geht ja um nationale Sozialisten. Ne? Und andere Bevölkerungsgruppen fallen mir sofort hier in unserer Gesellschaft ein paar ein. Und extern kann ich mir auch vorstellen, und ein Krieg ist nicht mehr unwahrscheinlich. Er ist zwar auch nicht hochwahrscheinlich, aber er ist auch nicht unwahrscheinlich. Ne? So, ist noch was übrig geblieben? Habe ich jemandem das Geld gelassen? Nein, ich glaube nicht. Ne? Wie gesagt, also morgen Nacht um 3 Uhr aufwachen, das Einschlafen wird Ihnen schwerfallen. Tut mir leid, aber Sie müssen durch diese Gedanken durch. Wer wird denn am frustriertesten sein? Das sind die Jungen. Nein, das sind sie nicht. Warum? Weil die Jungen noch nicht eingezahlt haben. Die haben noch nicht ihren Buckel rundgeschuftet, die hüpfen fürs Klima und denken sich sonst was aus, aber die haben noch nicht richtig eingezahlt in diese Rentensicherungssysteme. Die, die jetzt in Rente sind, die sind auch nicht frustriert. Die haben ja schon ordentlich rausbekommen. Es sind die, die kurz vor ihrer Altersruhezeit oder Unruhezeit liegen. Es ist meine Generation, die so in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen wird, die über viele, viele Jahrzehnte Arbeit Geld reingeschafft hat, was die anderen rausgeschafft haben. Und schon heute blicken die Leute sehnsüchtig auf die Weißhaarigen mit ihren E-Bikes, die natürlich die Gegend viel zu schnell wackeln, dass dann hinten an ihren KDF-Wagen dranhängen und dieselknatternd durch die Gegend fahren, dann mit Thomas Cook auf Urlaub fliegen und braun gebrannt mit ihren weißen Haaren wiederkommen. Da schauen schon viele ganz sehnsüchtig drauf und sagen, ja, bald bin ich auch in Rente. Dann mache ich das auch und muss mich nicht mehr so in den Firmen buckeln. Wird so nicht passieren. Wir dürfen die Frustrierten sein, die jetzt noch Werktätigen, die um die Jahrzehnte ihre Arbeit betrogen werden. Als nächstes werden es die Rentner sein, denen man ganz massiv die Beiträge kürzen wird. Und da ist ein riesiges Potenzial, dass die Leute sehr konservativ denken und einen Hang nach rechts bekommen. Führt gar keinen Weg dran vorbei. Auf der anderen Seite hat man diese ganze politisch getragene linke Philosophie, die jetzt durchkommt, mit Grün-Links und Kulturmarxismus und allem drum und dran, was die Sache auch sehr, sehr schwierig macht. Ne? Tja, wenn alles niedergeht, werden alle Guthaben entwertet. Private Renten, staatliche Pensionen, das eigene Wertpapierdepot, was sich der eine oder andere aufgebaut hat, wird massiv entwertet werden. Und dann, wenn es entwertet ist, wird es auch noch durch Firmenpleiten ganz massiv weiter zusammengestutzt werden. Und was der Staat nicht entwerten kann, das wird er ihnen wegnehmen oder zumindest mal hochbesteuern. Also Immobilien. Immobilien sind bewegliche Güter, Immobilien sind unbewegliche Güter, zum Beispiel Ihre Wohnung, Ihr Haus. Da kriegen Sie fette Schulden eingetragen, die Sie an den Staat zu entrichten haben. Nennt sich, oder hat es schon mehrfach gegeben, und zwar nennt sich das Lastenausgleich, um die Lasten der neuen Gesellschaft auf alle Schultern gleichmäßig zu verteilen. Und die einen haben nichts, auf die kannst du nicht verteilen, also verteilst du es auf die anderen. So, hier gibt es also dann den Lastenausgleich. Frau Lagarde ist da ganz stark mit an Bord. Die hat beim IMF, hat die also da die Systeme von diesen Lastenausgleichen schon mal per Studien generieren lassen und wird dann über uns ausgeschüttet. Dann die Vermögensteuer steht immer weiter drin, Goldverbote, Goldkonfiszierungen, Gold abliefern müssen und so weiter. Und sowohl die internationalen als auch die nationalen Sozialisten kennen da kein Pardon. Das wird passieren. Das Kollektiv des Staates ist da also völlig schmerzfrei. Wird es zu Aufständen kommen? Bürgerkriege? Ich sehe eine Chance für solche wilde Zeiten nach dem Zerbrechen des Euros. Nicht unbedingt mehr bei 10%, sondern jetzt eher bei 20%. Also ich sehe das als eine sehr unbequeme Zukunft, die da auf uns zukommt. Denn stellen Sie sich vor, wir werden wieder von der EU unabhängig,
wir haben wieder unsere eigene Währung, wop, die wertet im Vergleich, wir haben massive Inflation, dass wir unseren Lebensstandard runterfahren müssen, aber wir sind nach wie vor noch so riesig teuer, weil andere viel, viel stärker entwerten, weil die so völlig über, weil die ja nur von unserem Tropf gelebt haben, dass unsere Währung immer noch im internationalen Vergleich sehr teuer ist und wir werden nicht mehr so wirklich exportieren können. Das heißt, unsere Arbeitsplätze, unser Bruttoinlandsprodukt, all das sackt weg und es wird wirklich hart für alle und jeden werden. Das ist keine sehr schöne Aussicht und da kann ich mir Bürgerkriege durchaus vorstellen, dass da zu Plünderungen kommt und so weiter. Kann ich mir vorstellen. So, enttäuschte und aufgehetzte Menschen sind wie wilde Tiere. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. So, abschließend tut es mir leid, dass ich Ihnen mit diesem Video nun die nächsten Nächte versaut habe und vielleicht auch die ganze Woche. Aber vielleicht hat es Sie auch ein bisschen aufgerüttelt, sich da mal Gedanken zu machen. Und dann kommen typischerweise hier unten in den Kommentaren die Frage, ja, was soll ich denn jetzt machen? Erzählen Sie mal, Herr Lüning, was man da jetzt tun muss und wie sichere ich denn mein Vermögen und so weiter. Es gibt eine einzige Lösung. Freiheit wählen. Und diese Partei ist noch nicht da. Die FDP hat gewackelt und ist umgefallen. Die FDP ist, glaube ich, jetzt beim europäischen Bankensicherungs-Dingsbums mit dabei. Sowie das europäische Bankensicherungssystem da sein wird, wir also die guten Sicherungen in den Raiffeisenbanken auf den europäischen Markt geworfen haben, in dem Moment, wo die erste italienische Bank pleite gehen und das ganze Geld abziehen, und dann ist das ganze Ding leer und unsere Raiffeisenbanken haben dann ihre Sicherungen für irgendein oder zwei italienische Banken rausgeschmissen. So, also so geht es dann los und da ist die FDP mit dabei, wenn ich das also richtig interpretiert habe. Vielleicht gibt es andere Leute, die was anderes hier sagen können. Es gibt diese freie Partei nicht. Es gibt Professor Lucke als liberal-konservativen Reformer. Sein Konservatives ist ein bisschen stark für mein Dafürhalten, aber eine richtige libertäre Bewegung, die den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt und nicht das Kollektiv der Nichtschaffenden, der Bullshit-Jobs. Das ist nun überhaupt nicht in Sicht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.